It's been a long time. How have you been? Wie ihr sicher gemerkt habt, ist es auf meinem Kanal sehr ruhig geworden. Abgesehen vom Mirage Prime Dub ist mein letztes Video 6 Monate her. Ich habe vor ein paar Wochen in meiner Steam-Gruppe ein paar Worte dazu verloren, aber ich denke, es wird Zeit, dass ihr auch auf YouTube ein paar Antworten bekommt. Die kurze Antwort ist, dass meine Ausbildung Priorität hatte und ich eine Pause von Warframe brauchte. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum so wenig passiert. Ich wäre überrascht, wenn noch einer von meinen ersten Abonnenten mich aktiv verfolgen würde. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber mein Kanal ist bereits 7 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Let's Plays sind deutlich in den Hintergrund getreten, dafür kamen geskriptete Videos. Die Spiele haben auch immer wieder gewechselt und wahrscheinlich haben deshalb viele, die mich wegen einem bestimmten Spiel abonniert haben, irgendwann keinen für sie interessanten Content mehr bekommen. Ich habe in den letzten Monaten viel darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Eins ist für mich klar, der Kanal braucht eine Generalüberholung, einen Relaunch. Die Frage war aber, was ich machen möchte, was ich davon einigermaßen sicher auf YouTube machen kann und wie ich am besten herangehe. Es gibt tatsächlich recht viel, was ich gerne ausprobieren würde. Solche Meinungen, Analysen und Diskussionen nicht nur zu Spielen, sondern auch zu Serien. Das ist mir aber auf YouTube zu gefährlich, weil die Algorithmen nicht erkennen, ob ein Video durch Fair Use, das Zitatrecht oder ähnliches geschützt wird. Selbst bei 100% eigenem Content kann jeder hingehen und das Ganze als sein Eigentum beanspruchen. Und YouTube macht es einem nicht leicht, dagegen vorzugehen. Das führt zur Frage, was ich auf YouTube machen kann. Alles Gaming-Bezogene sollte recht sicher sein, für alles andere müsste ich eine andere Plattform finden. Ich habe bereits begonnen, Content, mit dem ich nicht mehr zufrieden bin, von meinem Kanal zu entfernen. Streng genommen würde dazu auch mein Andromeda-Let's Play gehören, aber ich möchte das nicht ersatzlos streichen. In Zukunft möchte ich mich auf einige Spiele konzentrieren, die mir wichtig sind. Im Moment sind das Warframe, Star Trek Online und ein älteres Strategiespiel, die Siedler, mit dem ich mich in letzter Zeit wieder vermehrt beschäftige und wo ich es auch unter die Haube schaue. An den Details feile ich noch, aber ergänzt werden soll das Ganze durch gelegentliche Mashups, Parodien, Dubs, YouTube-Poops und ähnliches. Was Let's Plays betrifft, das Format soll eine Ausnahme werden. LPs werde ich wohl in Zukunft nur noch zu Spielen machen, die entweder kurz sind, mehr Aufmerksamkeit verdienen oder eine besondere Bedeutung für mich haben. Und selbst dann möchte ich das Format gerne irgendwie erweitern, eine Art LP 1.5 oder gar 2.0. Ich wüsste gerne, was ihr dazu denkt. Zum Abschluss ein kurzer Ausschnitt einer Warframe-Poop, die ich vor Monaten mal angefangen hatte. I have come, as you commanded, my queens. And this is your offering? My sister needs the orphan church, not its invested, huh? The church, for what purpose? To eat it, of course. Objection! Do not question your lords, Tishists. Bring me the orphan. Bring me my Enough! How rude! Oh, it's not their fault, Worm. Mum and Dad were around long enough to teach them any manners. We will have to. Oral, what is this? Transference surge. You're losing your Warframe connection. You have some idea that you're invincible, don't you? Nestled away in that mad Cephalon's crib. But you belong to me now. For you see, child, we conceived of these ugly metal cysts. Hold on, come to the link. I can't. We gave you your precious gifts. And now, just as easily, we take them all away! Cast the link! Transference overload in 5, 4...